Beer Talk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Beer Talk. Heute nochmal aus Südtirol von einer der wohl schönsten Aussichten, die man sich vorstellen kann, nämlich von der Terrasse des Hotels Alten Tirolis in Dorf Tirol. Und da schauen wir runter auf Meran, auf das Tal, aber auch auf die Berge, auf die Wolken, auf das Schwimmbad, auf all die schönen Dinge, die man hier erleben kann und natürlich auf ganz viel Genuss. Ja, Gast ist heute der André Hofer, den haben wir schon mal gehört vor ungefähr einem Jahr. Da waren wir nämlich im Batzenbräu im Biergarten und da hat er uns erzählt von seiner harten Arbeit, weil er gerade den Master of Beer angegangen ist. Und jetzt kann man eben mit Stolz und Fug und Recht behaupten, dass es wahrscheinlich weltweit das einzige Haus ist, das über einen Weinsommelier und über einen Master of Beer verfügt. Ja, also viel Ehre, viel Freude für den heutigen Podcast. Hallo lieber André, und vielleicht stellst du dich ein bisschen selber vor, dass die Hörer sich ein bisschen Bild machen können. Ja, gerne, Herr Markus. Kurz Dankeschön für die Einladung, für das Beer Talk. Mein Name ist André, Nachname Hofer, ist ja natürlich ein bisschen geläufiger hier in Südtirol. Komme, wie gesagt, aus Dorf Tirol, haben eine schöne Aussicht auf Meran. Bin jetzt 39,5 Jahre alt, also fast 40. Im November wäre ich 40. Und genieße das Leben als, ja, als frisch gebackener Master of Beer und seit längerem schon als Weinsommelier. Und freut mich sehr, diese Ausbildung genossen zu haben auch, und versuche natürlich den Weinsommelier, Biersommelier, das alles irgendwie miteinander zu verbinden. Also nichts gerade, man kann separat trinken natürlich, man kann separat genießen, aber ab und zu ist es ja auch ganz nett zu schauen, okay, welche Gemeinsamkeiten haben sie und was die Bierwelt und die Weinwelt so miteinander eben verbindet oder auch nicht oder auch trennt. Das ist eben, ja, das ist so meine Aufgabe, das zu erforschen in den nächsten, sagen wir mal, für 40 Jahre wieder. Ja, spannend. Und ich meine, oft ist es ja gar nicht Wein oder Bier, sondern eben die Sache, vielleicht gibt es auch ein Und. Und da kann man ja auch oft bei Speisen zu sagen, man macht mal beides und schaut mal, was einem besser gefällt und geht einfach so in das Erleben rein. Ja, du hast gerade schon gesagt, André Hofer, und da geht es ja diesen Andreas Hofer sozusagen. Ja. Da geht es ja um den Freiheitskampf und so. Und warst du daher vielleicht auch so ein bisschen Kämpfer, wenn du sagst, du stehst ja auch für das Thema Bier und viele Südtiroler ja eher mit dem Wein beheimatet sind? Ja, das kommt schon oft, öfters vor. Natürlich Bekannte, jetzt die meine besten Freunde, wissen, dass ich Biersommelier mache und den Wein auch noch genieße. Also Wein ist natürlich meine Liebe. Das Bier, der beste Freund, nicht? Und wie man weiß, man braucht es ja beide. Und da ist mir schon mal vorgekommen, das sind Bekannte, Flüchtige, die sagen, ja, okay, was machst du jetzt? Bist du jetzt Biersommelier? Hast du jetzt den Wein verbannt oder trinkst du denn überhaupt noch? Dann habe ich gesagt, ja, natürlich, in Maßen natürlich, aber eigentlich durch den Biersommelier, muss ich sagen, ist halt meine Erfahrung gewesen, dass ich eigentlich ein besserer Weinsommelier geworden bin. Weil natürlich viele Aspekte dazukommen vom Biersommelier und fürs Bierbrauen und auch da Gemeinsamkeiten auch vorhanden sind. Wie zum Beispiel jetzt das Ausbau in Holz, jetzt was ganz interessant geworden ist, trendig, also das Barrel Aged. Oder natürlich in Italien versucht man natürlich unser eigenes Bierstil ein bisschen voranzutreiben, das IGA, das Italian Grape Ale. Und habe selber mal eines gebraut mit Gewürztraminer, Trauben. Ist halt spannend. Es hat halt diese aromatische Note, diese würzige Litchi-Note vom Gewürztraminer, und das mit dem Malz zu verbinden, Hopfen, ist Herausforderung und zugleich auch Spaß. Also ja, kann man einiges versuchen, nicht? Ob es dann immer klappt, das ist natürlich eine andere Frage. Das stimmt, aber da muss ich ja sagen, hatten wir ja erst, liebe Hörer, vorletzte Woche den Talk mit dem Gerhard vom Mendelbräu, der ja auch ein bisschen erzählt hat, der ja als Winzer, als Kellermeister zum Thema Bier kommt und auch gesagt hat, dass das wirklich eine tolle Kombination ist, vor allem wenn man dann an die Produktion geht, weil man eben viel vom Wein mit zum Bier nehmen kann und andersrum. Mhm. Und ja, jetzt hast du selber gebraut und hast auch drei schöne Fläschchen hier im Kühler stehen. Genau, ja. Da bin ich ja schon mal gespannt. Wie kommst du, also seit wann brauchst du selber, wie kamst du da dazu und was ist denn da jetzt drin in unseren Fläschchen? Genau, drinnen wird wahrscheinlich ein Bier sein. Ja. Hoffen wir halt mal, nicht? Auch Wasser, ja, 92% Wasser. Nee, kurz gesagt, ich habe eigentlich, also genau gesagt, ja, Valentinstag am 14. Februar 2016 haben wir, wie gesagt, unseren ersten Biersud gebraut, als angehende Biersommeliers.
aus rein Homebrewer-Geschichte und haben da ein bisschen was zusammen gemacht und weil natürlich das auch ein bisschen eine Kostenfrage ist. Zuerst war er alleine, dann hat er gesagt, okay, kostenbedingt und zu zweit macht es halt Spaß, mehr Spaß, nicht? Auch die Kesseln hin und her schleppen, alleine ist halt schwierig. Ja, haben wir da, wie gesagt, 2016 angefangen. Ja, haben da verschiedene, wie Obergär, eher als Obergärgebier gemacht, Botanical Beers, dann war auch interessant, dass wir mal wandern gingen. Durch, wir sind Wandergebiet, da habe ich dann eine Schafgabe mitgenommen vom Berg, ein Holunder natürlich, ist halt, ja, und dann sagt man sich, okay, wie kann man das jetzt mit Bier verbinden? Oder wenn du vielleicht hier siehst, auch den Erdbeerbaum hier, den grünen, der hat rote Früchte. Das sind so die Erdbeerbaumfrüchte. Das sind die schmecken auch nach Erdbeer. Sind so kleine Kugelchen. Man könnte sagen, sie sehen aus wie der Coronavirus. Okay, lass mal beiseite dann. Na, es hat eine spannende Sache eben auch, weil natürlich, wenn man sich so ein bisschen in der Szene auskennt, natürlich Österreich mit Herrn Kispi, der ist da spezialisiert auf diese Waldbiere und ist auch nicht gerade die einfachste Variante natürlich. Dann haben wir angefangen natürlich irgendwie auch mit Saisonhefen zu expandieren, einzubrauen und mittlerweile habe ich noch ein bisschen spezialisiert und weiß auch gerne selber trinken, da öfters auch mal eine Saison gebraut und in der Leichtversion, dann habe ich mal probiert, dann welche Strong Ale zu machen natürlich. Und ja, ich muss sagen, Saisonhefe ist halt speziell. Das ist, ja. Hefen sind sowieso Zicken, nicht männliche oder weibliche Zicken. Und ja, es ist, wie gesagt, die vergären recht hoch und da muss man schon schauen, dass das relativ gut gekühlt auch dann bleibt. Ja, dann lassen wir uns mal überraschen. Also Saison haben wir ja dann sowieso noch ein besonderes Thema, weil das ja dann auch dein Meisterthema sozusagen ist. Da bin ich auch sehr gespannt, drüber zu reden. Ja, wollen wir vielleicht mal eins aufmachen? Wollen wir mal erstmal probieren, damit uns akklimatisieren. Ja, suchen wir doch mal eins raus. Also, wie gesagt, ich habe jetzt zweimal mit. Eins für dich, eins für mich. Die sind nicht filtriert, nicht pasteurisiert. Das heißt natürlich, die haben, wie gesagt, die Hefe am Flaschenboden. So, natürlich, wenn man es jetzt langsam einschenkt, ist es relativ klar in der Farbe. Ich mache mal das so. Ich finde es auch wirklich ansprechend. Ich habe es mal auch mit kein Melanodin-Malz gemacht, dann wird es natürlich heller, ist auch schön. Aber ich finde diese Farbe eigentlich, diese Bernsteinfarbe, leichte Trübung, irgendwie toll. Die gefällt mir einfach, Appetit anregen. Also wunderschöne Farbe, ist so richtig orange. Die lacht einen an. Genau, jetzt hört ihr vielleicht auch ein bisschen, wie es knistert. Und das ist die Kohlensäure da drin. Und man sieht schon, also wirklich richtig schön orange. Es leuchtet einem hier entgegen. Weil man muss sich ja nochmal vorstellen, wir sind hier auf dieser Terrasse. Wir schauen runter auf das Tal. Wir haben wunderschönen blauen Himmel, weiße Wolken. Die Sonne scheint so zwischendurch. Und die scheint jetzt gerade ins Glas und leuchtet dann dieses Orange richtig schön an. Obendrauf haben wir dann den weißen Schaum. Leicht getönt ist er, aber steht wirklich wie eine Eins. Und ja, und macht richtig Lust. Also jetzt hast du dir mittlerweile auch eingeschenkt, dann müssen wir, glaube ich, mal anstoßen. Genau, zum Wöhlchen, gell? Prost, zum Wohl. Sito sagt mir Prost. Prost. Wie gesagt, das ist ein relativ junges Bierchen auch. Ich lasse es so 6-7 Wochen reifen. Man weiß natürlich, gute Dinge brauchen ein bisschen Zeit. Nicht zu viel Reife, aber auch nicht zu wenig. Also ich kann euch nur erzählen, also was ich so rieche, du kannst es gerne dann gleich noch ergänzen. Also ein bisschen Zitrus, das geht aber in eine sehr angenehme, in eine reife Orange Richtung. Dann haben wir Apfel, Birne, Quitte, also so typische Hefearomen, die es ja auch bei der Saisonhefe immer wieder gibt. Ja. Dazu kommen auch so ein bisschen gewürzige Noten, aber auch rote Beeren, ein bisschen Erdbeere. Also sehr spannende, vielschichtige Aromatik. Was würdest du noch ergänzen? Hast du noch was zu ergänzen? Das ist relativ gut erklärt. Man sieht das auf Achmann-Fisch, gell? ja, wie gesagt, ein bisschen Maracuja vielleicht auch. Quitte hast du schon erwähnt. Wenn man so ein bisschen auf den Hopfen jetzt drauf eingehen möchte, ich habe da eine von Hallertau, die Ariana ist das. Wenn man jetzt ein bisschen an jetzt anschaut, welche Sensorik die hat vom Geruch, dann sind wir da schon sehr nahe dran an dieser Hopfenaromatik.
Hab da, wie gesagt, ja, relativ Spaß damit umgegangen. Das, ich möchte natürlich, dass auch die Saisonhefe natürlich durchdringt. Und da habe ich, wie gesagt, bei 80 Liter Ausschlaggewürz habe ich an die 125 Gramm, also nicht Kilo. Dann wird es halt ein bisschen stärker. Ja. 125 Gramm an Hopfen. Teils in der Bierwürze mitgekocht und dann ein Teil für die Aromatik dann auch im Whirlpool. Also wunderbar, als wo du sagst, wirklich dieser Ariana-Hopfen ist sowieso einer, den ich sehr gerne mag, weil der ja wirklich so ein Fruchtkorb irgendwie mit sich bringt und sehr viel reife Frucht, sehr viel eben in so süße Früchte auch. Also und das ist schon, passt natürlich zu dem Bierstil. Ne? Ja, wie ich dazu gekommen bin, weiß jetzt gar nicht. Mir hat der Name auch gefallen. Nicht? Natürlich habe ich verschiedene Hopfensorten jetzt angeschaut. Und natürlich kam Baromhopfen auch an die Amis denken natürlich, amerikanischer Baromhopfen. Ich versuchte immer meine Bierchen, möchte ich gerne bis so schon ausdrucksstark, aber trotzdem eine Eleganz sollten sie mitbringen. Das ist mal mir persönlich wichtig, weil jeder Bau hat seine Vorlieben und natürlich manche mögen es härter, kräftiger in der Aromatik oder in der Bitterrauch. Geht mir auch gut. Ich persönlich natürlich bin zu Hause in meinem Hotel und biete es auch dann alle an als Aperitifchen so und dann versuche ich ein bisschen zu schauen, wo geht die Reise hin. Was lässt sich, was trinke ich gerne, und, aber was lässt sich dann auch in einem späteren Moment auch dann auch mal verkaufen? Sagst du, okay, das mit denen schreibt man schwarze Zahlen, nicht? Weil rot ist halt schwierig. Ja, nee, ist ein wichtiger Aspekt. Und ich muss sagen, was wir leider merken, ist, dass uns der Holger fehlt. Ja. Weil der hätte nämlich jetzt schon seit 5 Minuten gesagt, ihr seid doch wahnsinnig. Ihr redet über dieses Bier, ihr redet über den Geruch, aber ihr trinkt nicht. Also dementsprechend müssen wir jetzt mal einen Holger-Gedächtnisschluck machen und probieren das Ganze mal aus. Genau, so der Holger, gell? Wie gesagt, man soll sich nicht selber loben, aber ich finde es, wie gesagt, toll im Trunk. Man merkt eben auch diese Flaschengärung, sage ich immer, diese Kohlensäure, die ist vorhanden natürlich. Man merkt es aber ein bisschen so feinperlig. Ich denke halt, du bist immer eine Flaschengärung an, wie gesagt, ein Champagner macht die auch, die haben auch die feine Perlage natürlich, die auch für den Magen erträglich ist. Sonst weiß man natürlich, dann ist der Mann beleidigt dann. Ja. So sollte es nicht sein. Ja. Wie gesagt, es hat im Abgang sollte es recht trocken auch sein. Ich habe da 20% Weizenanteil drin. Das macht es dann eher ein bisschen cremiger als so mancher Saisonbierchen, was dann trockener wirkt. Aber ja, natürlich hat so ein Bohr, wenn man durch seinen eigenen Kopf irgendwie da mit reinbringen, nicht? Und Ja, in 6 Jahren passiert halt auch mal was. Ja, also ich finde die Cremigkeit wirklich unglaublich. Also das ist ganz, ganz schön. Und das mit dem Weizen ist ja auch völlig stilgerecht. Also Saison ist ja ein Stil, der aus den alten Weißbieren entstanden ist. Und es passt super schön, finde ich. Was man dann merkt, ist diese weinigen Noten von der Saisonhefe, die sich aber gerade schön mit diesen süßen Fruchtaromen von dem Hopfen so mischen. Also oft ist ja eine Saison, dann wirklich extrem in diesem hochvergorenen, diesem weinigen, alkoholischen irgendwann dann auch mal. Ja. Und das hier ist wirklich sehr rund. Das ist total rund und holt einen irgendwie ab. Und das Gute ist, dass es im Mund tatsächlich dann auch schön ausklingt. Also ich habe dann am Ende noch so einen Rest von dieser weinigen Säurenote und dann bisschen bittere, aber auch nicht übertrieben. Ja. Und durch die cremige Kohlensäure, das bleibt auch noch so ein bisschen. Und dann habe ich wirklich einen angenehmen Trunk, wo man gerne weiter trinkt. Eben. Das wollte ich so machen. Mhm. Und was denkst du, was hat das ein IBU? Moment, ich probiere nochmal. Alkohol halt, ja. Das kann ab und zu natürlich täuschen, aber... Also Alkoholgehalt, ich bin jetzt mal... Es kommt mir eher vor wie so 4,7 oder so. Oder also unter 5 auf jeden Fall. Da hast du jetzt leider sehr recht, ja. Oh, okay. Und 4,7, von den IBU. Ja. Also es ist schwierig, aber es könnte sein, dass die echte Zahl höher ist, weil du einiges gestopft hast und da vielleicht die Bittere nicht so sehr rübergegangen ist. Aber also effektiv würde ich das hier jetzt auf 23, 25 tippen. Genau, ja. Hab's als 22er betitelt. Ja, sagen wir zwischen 20 und 25. Ha! Und ich habe nicht aufs Etikett geschaut, wohlgemerkt. Die Etikette ist neben mir halb versteckt. Ja, nicht schlecht. Also, na doch, irgendwie. Eben, aber es ist wirklich schön. Aber es ist für eine Saison auch gut. Also, toll. Eben, und
durch meine Masterarbeit, die mir natürlich dabei ja wirklich sehr geholfen hat, eben da meinen eigenen Weg zu finden auch. Habe da 41 verschiedene Saisonen, wie ich ihn probiert eben auch. Und da müssen wir vielleicht ganz kurz die Hörer noch abholen. Also das ist eben das Thema, wo wir gerade gesagt haben, dass wir noch über Saison sprechen müssen, weil du dann eben im Rahmen des Master of Beer macht man dann am Ende ja eine Abschlussarbeit sozusagen oder eine Masterarbeit. Und da hast du dir dieses wunderbare Thema Saison rausgesucht. Und man muss sagen, dass es da auf Deutsch nahezu keine Forschungsliteratur gab. Also es gibt so ein paar Leute, die halt den Bierstil mal beschrieben haben oder Wettbewerbe, die das in ihren Beschreibungen drin haben. Und dann gibt es halt sehr viele Sachen auf Englisch, die aber dann eher so in diese Farmhouse-moderne Richtung Craft-Bier-Ecke abzielen und eben relativ wenig, wo man sagt, okay, da bin ich an dem Ursprung. Und du hast dann ja gesagt, du gehst diesen Ursprung, und da sind wir jetzt mal gespannt, wenn du uns das erzählst. Über 40 Saisons probiert, wie warst du unterwegs, wo warst du, wie war das? Ja, okay, wie gesagt, wir haben natürlich diese Masterarbeit, muss man sich halt vorstellen, so dass natürlich das wird dann das Thema natürlich dann eingereicht, wird natürlich genehmigt, muss man ein Inhaltsverzeichnis abgeben, dass dann natürlich der rote Faden sozusagen gegeben ist, was natürlich auch sehr wichtig ist, weil natürlich, man kann sich vorstellen, natürlich manches Thema natürlich ist für einen sehr interessant, was für natürlich für die Schule, in dem Fall für die Dömens, weniger interessant ist oder nicht zu verbinden ist. Jedenfalls schickt man da natürlich ein Thema ein. Meistens, wenn man Bierstil nimmt, dann wird es auch so klappen. Und wie gesagt, Saison ist einfach, weil es kurz gesagt hat, es mir ein bisschen angefixt. Nicht? Mir schmeckt er einfach. Ich finde es interessant. Er ist nicht gerade der leichteste Bierstil und auch die Hefe. Und habe dann mal angefangen zu recherchieren natürlich, wie man halt so eine wissenschaftliche Arbeit dann aufbaut. Habe auch einiges gefunden, aber es ist mir aufgefallen, dass eben die Tiefe mir fehlt. Mhm. Und die Tiefe für eine Masterarbeit musst du haben, sonst wird es nichts, kurz gesagt. Und durch den Weinsommelier weiß ich halt natürlich, wäre es halt am besten, wenn man diese Orte, was man eben beschreibt, eben als Arbeit, die man natürlich besuchen sollte. Jetzt natürlich, wenn man weiß, natürlich, die letzten zwei Jahre waren ein bisschen schwierig. In meinem Fall war es halt so, dass ich am 1. Juli bin ich dann nach Südberlin eben raufgereist mit dem Auto. Wieso 1. Juli? Weil natürlich der 1. Juli mein Green Pass sozusagen gültig war und die Kontrollen relativ okay mal in Ordnung waren. Weil es war ja ein bisschen so, ein bisschen ein Hin und Her natürlich. Man wusste nicht, machen die zu. Weil ich bin dann nach Südbelgien, nach Nordosten von Frankreich. Mit all diesen Vorschriften weiß man kann gut gehen. Wenn es nicht gut geht, dann sitzt halt fest. Das ist natürlich blöde, wenn man arbeiten muss. Kurz gesagt, habe ich mich entschlossen, mir diese Brauereien anzuschauen. Habe dann leider, muss ich sagen, wie gesagt, 3 Nächte, 4 Tage umverbracht. Waren intensiv. Ich habe da 12 Brauereien angeschaut. Von, wie gesagt, von Dupont bis Dupoisson, die Dampfbrauerei, die Avapeur. Und dadurch, dass ich ein bisschen einen Deichvergleich gemacht habe zum Bière de Gare, habe ich gesagt, okay, wenn ich schon oben bin, ich muss das machen. Ich muss nach zum Nordosten, nach Lille, sehr schöne Studentenstadt. Hat mir sehr gut gefallen, historisch natürlich auch, flämischer Kunst. Auch vorhanden eben und war eine intensive Zeit, aber wie gesagt, also zwischen Dupont und Vapeur natürlich von der Menge natürlich auch 30.000 Hektoliter der Dupont mittlerweile, Vapeur weniger und da oben dann dieses Flair aufzusagen, diese Landschaft und wieso Saisonbier, wir haben gesagt, ist ja für die Erntehelfer. Für die Bauernhöfe, damit sie natürlich richtig gut arbeiten. Und 5 Liter am Tag muss man natürlich Minimum trinken und ein leichtes Bier. Aber wenn man da oben ist, dann merkt man eigentlich, das hat alles einen Grund, wieso das so sein soll. Weil diese Bauernhöfe, diese großen, mit den großen Feldern, da kann man sich natürlich vorstellen, dass man da mit einem Barleywein die Leute flachlegt. Da wird kein Mensch mehr arbeiten. Und das aufzusaugen, dieses Flair, das prägt einen und dann versteht man so ein bisschen den Bierstil auch. Nicht? Dann braucht man nicht, wie gesagt, die Bücher durchlesen, ist auch toll.
Aber wenn man das umsieht, dann weiß man, okay, das hat alles einen Grund, wieso was passiert auch. Und ganz kurze Frage, würdest du dann sagen, wenn wir jetzt bei DuPont zum Beispiel sind, da hat das normale Saison, was die heute verkaufen, ich glaube 6,5%. Genau. Da sind wir ja näher am Barleywein als am Leichtbier, würde ich sagen. Ist das dann schon eine Veränderung des Ursprungs Bierstils oder waren die einfach weiter im Nehmen? Das war, die haben früher schon auch weniger Alkohol gehabt, aber natürlich dann kann man vorstellen, natürlich Alkohol bringt ja auch Geschmack, dass man natürlich dann sagt, okay, man macht dann natürlich das Bier geschmackiger, 6,5% ist halt grenzwertig, da bin ich selber stark gewesen, weil es eigentlich vom Trinkfluss her recht angenehm zu trinken ist. Man würde die 6,5 auch nicht gleich erkennen, aber man weiß, es ist halt, hat ein sehr gutes Flavor, nicht? Interessant war auch, weil ich natürlich diese Masterarbeit musste ja natürlich auch in einem Kolloquium vortragen. Und da hat mir auch Herr Dr. Wolfgang Stempfel gesagt, ja, jetzt haben wir diese Bierchen alle probiert ein bisschen, weil ich natürlich diese Masterarbeit, diese Bierstile, habe ich in 5 bis 6 Kategorien eingeteilt. Also in traditionelle Saison, in ein Farmhouse-Edel, das dann mehr mit den Bretton & Woods auch mehr spielt, säurebetonte Saison, Barley-Aged und New Style. Und eine eigene Kategorie, wo ich gesagt habe, okay, wo passt die rein? Die hat von Holzfass bis Milchsäure bis Hopfgestopf gesagt, okay, mache ich so eine Out-of-Style-Gruppe. Und der Herr Dr. Wolfgang Stempfel hat dann gesagt, ja, natürlich, wenn es eine traditionelle Saison, wir wissen ja, wir sind in heutigen Zeit, eben einer Zeit, wo wenig Alkohol auch gerne angenommen wird oder alkoholfreie Bierchen. Dann hat er ihm gefragt, ja, könntest du mir jetzt eine Brauerei sagen oder mehrere Brauereien, die was jetzt eine traditionelle Saison mit die 2, 3, maximal 4% anbietet. Und das Lustige war, wir mussten beide mal länger überlegen, weil es, die, was wir hatten, die hatten meistens immer 5 bis 6. Dann haben wir gesagt, ja, eigentlich wäre das eine Marktlücke irgendwie. Vielleicht wird es dann einer mal ein Brauen, das sagt, okay, wir machen nicht alkoholfrei, sondern wir machen dieses wirklich typisch 1, 3, 4%. Also ist euch dann keine eingefallen oder gibt es eine? Er hat selber gesagt, in Amerika weiß der eine, aber es ist über, ja, wie ich selber gesagt, ich wüsste ab 4% oder mein eigenes 4,7. Sonst ist also da wirklich eine Liste von 5 bis 10 Brauereien aufzusagen, haben wir nicht geschafft. Ich sage, ja, was macht man denn? Interessant, ja. Ja, kann man vielleicht sagen, dass ein bisschen die Grisette in dieses Loch reinstößt heutzutage? Grisette natürlich, wie gesagt, die Saison war ja das Bauernbier und die Grisette sozusagen war für die Bergbauern. Natürlich. Genau. Ja. Die könnte auch reinpassen. Wie gesagt, die Grisette, da haben sie natürlich dann man erzählt halt natürlich, dass dann die Frauen von den Bergbauern gekommen sind mit einem schönen grauen, Tracht oder Kleid, die natürlich, die haben sie dann als Gesetz genannt, ja. Genau, ja. Das wäre eine Möglichkeit, die dann auch diesen bisschen Alkoholspiegel eher weniger haben, ob es jetzt alle so ein Alkoholprozent, ein 3-4% haben, ist mir nicht ganz bekannt, aber ja, das wäre... Ja, ich glaube, also du hast, glaube ich, vollkommen recht, es ist einfach schwierig, an dieses Original ranzukommen, weil es das in der Form ja nicht mehr gibt. Ja. Also wenn wir überlegen, was das Thema Bauernhof angeht, da haben wir, was weiß ich, vor 150 Jahren, da haben 98% der Bevölkerung dafür gearbeitet, dass alle was zu essen haben. Dementsprechend viele Bauernhöfe gab es und dementsprechend viele Leute, die auf Bauernhöfen gearbeitet haben, gab es. Und das hat sich natürlich geändert. Heute sind es vielleicht noch 3% oder so. Und dementsprechend ist dieser Bedarf ja völlig weg. Und bei den Bergarbeitern ist es ähnlich. Und ich denke mal, dass sich dann natürlich auch das Bierangebot entsprechend verändert. Aber so diese Idee, finde ich, von einem Saison, so wie ich es kennengelernt habe, die hast du hier wirklich wunderbar umgesetzt. Und also, liebe Hörer, kann man euch nur empfehlen, also wenn ihr mal so ein Bier bekommt, das Label heißt übrigens Mattan. Mattan, also ich nehme an, die letzten beiden Buchstaben an, ist das bis dann du wahrscheinlich, oder? Ja, das ist richtig, ja, das stimmt. Der Matt ist der Matthias, mein Braufreund, mit dem ich diese Homburger Geschichte aufgezogen habe. Und dann lebe ich und wir machen das so, wie gesagt, mit Spaß und Liebe und wie gesagt, früher haben wir ein bisschen mehr Bierstile gebraut und mittlerweile kommt halt diese Phase, wo man sagt, okay, wo geht die Reise hin? Natürlich haben wir da eine riesen Mengen an Verfügbarkeit und
Wir haben da mit 20 Liter angefangen, wie jeder Rumpur fast. Mhm. Gut, die Arbeit ist immer dasselbe, der Brauttag. Die Reifezeit ist auch dasselbe, aber die Menge ist halt blöd mit 20 Liter. Das stimmt. Weißt du, ja. Südtirol trinkt halt ein bisschen auch, nicht? In Gemeinschaft natürlich. Ja, ja, eben. Also auch das ist zu zweit schöner als alleine zugegebenermaßen. Ne? Ja. Ja. Wo kriege ich denn das Bier, wenn ich hier in Südtirol bin? Muss ich da zu euch ins Hotel kommen oder gibt es da auch andere Orte? Also wie gesagt, bei mir im Hotel natürlich, bei meinem Braufreund, der hat eine Bierbar auch in Algund, Barfuß. Ansonsten, wenn wir ja wissen, Homeboy ist für den Eigenbedarf und das geht schon gut, wenn sie zu mir kommen, dann kann ich sie mit ein bisschen vollquatschen oder sie können mich vollquatschen und dann hat man so ein bisschen ein Gespräch dazu, nicht? Das soll ja auch sein. Es soll ja nicht nur ein von Tür zu Tür, hier, nimm das Bierchen und schau, das schleicht, nicht? Nein, ihr habt ja ein ganz schönes Motto. Du musst es mal richtig aussprechen, das kriege ich nicht hin. Ja, ich sage immer Matan. Nein, ich meine drunter. Eins trinkt man noch. Genau, also auf gut Fränkisch, eins trinkt man noch. Ja. Also, was einfach nur bedeutet, natürlich trinkt man ein Bier und noch ein Bier und ein weiteres gemeinsam, weil es ja so schön ist. Genau. Und das bringt uns vielleicht noch zu dem anderen Thema. Wir waren ja jetzt vor ein paar Tagen erst zusammen auf der Biercraft, was ja die große Bierveranstaltung in Südtirol ist, die jetzt zweimal ausgefallen ist wegen der Pandemie und wo man gemerkt hat, dass es interessante Anfangsschwierigkeiten gibt, also weil ja viele Leute jetzt, also oder andersrum gesagt, all die Standbetreiber, die Brauer, die waren natürlich bis zur Pandemie das gewöhnt mit den Veranstaltungen, also so einen Stand zu machen und alles drum und dran. Ja, das und ich glaube dann, Schlaf, genau, fast. Und dann so 2 Jahre Pause, dann ist es eben so, man hat natürlich im Kopf ist da noch vieles da und man hat das Equipment und alles, aber sich wieder an diese Arbeitsabläufe zu gewöhnen, die Dinge alle mitzunehmen, die Leute richtig zu instruieren, all das ist tatsächlich ein Lernprozess, der wieder anfängt. Ja, haben die auch alle so ein bisschen erzählt. Ja. Es war aber wirklich wunderschön, es waren trotzdem viele Leute da insgesamt, ich würde mal schätzen, vielleicht 2000 oder 2500 an den beiden Tagen, die wirklich diese ganzen Biere probiert haben. Du hattest ja auch einen Stand mittendrin oder warst an einem Stand. Genau. Und ja, wie hast du das denn erlebt? Wie hast du die Atmosphäre erlebt, die Menschen? Was hat dir das bedeutet? Ja, wie gesagt, sie war jetzt 2 Tage, diese Biercraft, die war in einem Tag am Samstag eben unten zum Arbeiten. Früher war ich, wie gesagt, als Gast auch. Zum Arbeiten ist auch super. Kriegt man zumindest auch was mit und Geld vielleicht auch noch. was ich eigentlich so jetzt mal resümierend sage, eben, dass relativ alles so gesittet vor sich ging. Natürlich eine Biercraft, natürlich mit sehr guten Bierchen. Wie gesagt, Schloss Maretsch, wo es hier stattfindet, wird auch eine Weinkost stattgefunden. Und man weiß natürlich, wo Alkohol im Spiel ist, dann wird das alles ein bisschen lustiger. Aber es war alles sehr gesittet. Eben, du gesagt hast, dass man sich wieder muss mal an alles gewöhnen. Auch die Veranstalter, die Aussteller, aber auch die Gäste. Ne? Natürlich dann ohne Maske. Mhm. Viele Leute, dann ist halt immer, ich habe immer gesagt, wo habe ich meine Maske? Aber also, ich brauche keine. eben, es ist immer, man hat gemerkt, der Mensch ist ein Gewöhnungstier. Ja. Man gewöhnt sich viel an, aber man gewöhnt sich auch viel ab. Es hat mich eigentlich beeindruckt. Und wenn ich so kleine Nettigkeit sagen darf, eben, weil natürlich dann abends, natürlich, das Taxi war draußen. Und dann hat der Taxifahrer zu mir gesagt, oder zu uns, wir waren ja dann zu zweit, hat er gesagt, ja, mir wundert, dass die alle so gerade rausgehen aus der Messe sozusagen, weil natürlich in Südtirol weiß man dann, ob es zugeht, etwas eher schief ein bisschen. Ist ja auch kein Thema, ist ja kein Problem. Aber er war eben erstaunt, wie gut organisiert das war und wie auch die Leute das eigentlich sehr genossen haben, ohne dann wirklich auf allen Vieren da rumzukriechen. Ja. Also das muss ich auch sagen eben, also man hat wirklich viele Leute gesehen, die gerne und mit Genuss Bier getrunken haben, aber eben vielleicht mehr in der Qualität als in der Quantität und das ist ja unterm Strich auch gut und ich meine, was man vielleicht auch gemerkt hat, wenn ich so überlege, die letzten 4-5 Mal, wo ich da war, da ging schon oft der Trend auch dahin, dass man an jedem Stand mindestens ein Bier hatte, was dann so in die 10%, 12%, 15% ging. Ja. Und ich muss sagen, jetzt hat man doch an sehr vielen Ständen
eher andersrum gesehen, dass es viele Biere gab, die sich irgendwo zwischen 3-5% bewegt haben, wo man dann auch eher versucht hat, mit Aromen, mit Säure, mit Rauch, mit Salz, wie auch immer, zu spielen, also bis hin zu so ganz abstrusen Sachen wie der Knödelgoße, wo jemand also tatsächlich Südtiroler Speckknödel mit Sauerkraut in den Biersud geworfen hat, die Knödel danach sogar noch gegessen hat, interessanterweise, aber das hat sich dann tatsächlich auch im Bier verewigt, sensorisch, in der Nase eher problematisch, weil man das einfach nicht erwartet, im Geschmack total interessant. Ja. Aber also wie siehst du denn da überhaupt so die Rolle von Südtirol? Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es schon auch ein Treiber sein kann in der experimentellen Ecke und immer in Verbindung mit einem qualitativen Genuss, nicht nur mit irgendeinem beliebigen Extrem. Ja, ja, wir sind so ein bisschen noch in Erfindungsphase, glaube ich. Nicht? Das ist mal ganz interessant, das zu verfolgen, weil natürlich sind wir geprägt natürlich von unteren Bieren oder auch, also kurz gesagt, von Bayerischen Hellen, von Weizenbier, Südtirol, sprich Italien hatte relativ wenig Biergeschichte eigentlich. Wir haben das ja viel von euch, von Deutschland, von Österreich natürlich mitbekommen und versuchen da uns jetzt ein bisschen eben zu positionieren eben. Wir sind da so ein bisschen so zwischendrin, also zu extrem läuft bei uns nicht ganz, zu wenig Geschmack ist halt auch blöd. Ich selber eben durch meine eigene Erfahrung mit der Saison, am Anfang habe ich gesagt, ja, es ist ein Saisonbier, hat gesagt, ah, saisonal, das ist ja, ja, gib nur noch Saison, das ist eben die Saisonhefe aus Belgien. Und also da ist noch, wie gesagt, noch Redebedarf, Aufklärungsbedarf. Mhm. Natürlich die, was bei der Beercraft kommen, die sind da schon gesattelt, die wissen schon, was Sache ist. Aber als Biersommelier, wie gesagt, ist es ja auch, oder als Bierexperte wie du, das Schöne ist ja einfach, Wissen zu verbreiten, nicht? Und eine Diskussion zu haben und oder mir sind noch lieber die Biergegner, weil die mag ich am liebsten nicht. Das, oder auch bei den Frauen, sehr interessant. Sagen sie, nein, sie mögen kein Bier. Dann habe ich mal angefangen, ja, was heißt jetzt kein Bier? Mögen sie einfach die Hopfen, bittere nicht? Ich sage immer, mögen sie den Hopfen nicht? Und dann sagen die zu mir, das Südtiroler, ja, das Handige mag ich nicht, das Bittere. Ich sage, okay, dann probieren wir mal, fangen wir mal im ein paar Weizenbier an, ein paar Witbier, also da ein bisschen die Bitterkeit rauszunehmen. Und da meistens kriege ich die Frau natürlich. Oder das Bier kriegt die Frau, nicht? Ja. Das ist immer eben so schön zu sehen. Natürlich gibt es immer Geschmäcker, sind unterschiedlich. Manche mögen gar kein Bier oder gar kein Wein, ist ja alles legitim. Aber man merkt halt, okay, kennt ihr nur einen Bierstil und mag den nicht? Oder mag es ja grundsätzlich nicht, oder? Und das ist eben schön zu sehen, okay, dass man einem auch ein bisschen Faszination dann in den Augen verspürt, dass man sagt, oh ja, das schmeckt mir sogar. Ja, und das ist halt, glaube ich, ein bisschen unsere Aufgabe eben. Ja, also ist mir auch aufgefallen, wir waren ja eine Zeit lang noch zusammen an dem Stand und das konnte man dann auch bei ein paar Leuten beobachten, wo denen du dann genau auf dem Weg bestimmte Biere empfohlen hast und wo dann tatsächlich dieses Leuchten in den Augen passiert, weil sie dann verstehen, okay, das ist anders, als ich das immer gedacht habe und da geht eine Tür auf in eine neue Welt und man hat damit auf einmal was für sein Leben dazu. Ja. Also wann hat man das schon, dass man im Leben eine neue Welt entdeckt, die einfach einen bereichert? Und das ist so ein positiver Schockmoment. Ja. Natürlich, wenn man jetzt mit Saubier anfängt, dann muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Da haben wir jetzt und bei uns Stand, haben diese große gehabt, da sagst du, okay, probieren wir es mal und weiß ja selber bei meinen Verkostungen. Mit Gose geht das vielleicht schon gut, das ist auch schon noch viel extrem. Aber natürlich, wenn man dann mit Berliner Weiße das machen würde oder Göse, da sind wir in Südtirol noch, da müssen wir noch ein bisschen was machen, ein bisschen Arbeit. Wobei den Leuten das Thema Säure an sich ja nicht fremd ist. Also es gibt ja durchaus auch viele Weine, die schon auch so, also auch wenn der Südtiroler Wein viel Sonne abbekommt, gibt es ja trotzdem auch welche, die schon Säurenoten haben. Aber Riesling, wie gesagt, Weinland, sonst natürlich wie Chardonnay, Weißburgunder. Man kennt sich schon ein bisschen mit Säure aus, nicht? Aber ich glaube immer, die Leute erwarten es einfach nicht. Die stehen dann vor mir, denke ich mir, ich weiß jetzt genau, was du jetzt machen wirst. So, dann stehen sie vor mir, dann trinken sie und dann fahren wir mal, so, Schock, was machen wir jetzt? Dann sage ich, warte mal, und wie sieht's aus? Ja, gut, kenne ich nicht, aber gut. Das ist wunderbar. Okay, dann probierst du es noch mal 10 Mal dein Leben, dann wirst du es wahrscheinlich mögen.
Also ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass dieser Begriff Sauerbier einfach problematisch ist, weil Leute, also erstens steht die Säure dann unheimlich im Vordergrund, was sie gar nicht unbedingt muss bei manchen Bieren, die man diesem Kreis zurechnet. Ja. Und außerdem, glaube ich, ist für viele einfach dieser Begriff Sauerbier was sie mit schlechtem Bier assoziieren, einfach weil man halt früher gesagt hat, das Bier wird sauer. Und ich glaube, dass da einfach ganz viel damit zu tun hat. Also ich versuche es oft bei Tastings, das gar nicht, diese Kategorie gar nicht zu nennen, sondern einfach zu sagen, okay, ich entführe euch jetzt mal nach Belgien oder überhaupt bei Biermenüs gibt es das bei mir manchmal am Anfang im Champagnerglas, relativ kühl. Ja. Und dann sage ich auch gar nicht, dass das ein Bier ist. Und dann sagen die meistens, na, wir sind doch hier beim Biermenü, wieso servierst du uns jetzt hier einen Sekt oder einen Champagner? Mhm. Und dann sage ich, ja, ihr seid schon mitten im Bier. Und so kann man dann auch versuchen, die ein bisschen abzuholen und dieses Verbale ein bisschen rauszunehmen mit dem Sauren. Aber ich schiele jetzt hier die ganze Zeit schon, da ist in diesem Kühler, den uns der André da hingestellt hat, da ist noch so eine große Flasche. Und die lächelt so, die hat so einen gelben Verschluss oben drauf und ist so. Extra gelb gemacht. Ja, wunderbar. Und perlt auch so ein bisschen. Also ich bin sehr gespannt, was haben wir denn da jetzt? Ja, diesen Bierstil habe ich dir schon mal mitgebracht, denn war das letzte Mal hier was? Das war fast schon 2 Jahre her, oder? Letztes Jahr oder vorletztes? Ganz genau weiß ich es gar nicht mehr. Genau. Da habe ich mir mal gedacht, jetzt mal, wenn wir schon fast alkoholfreies getrunken haben, habe ich mir gedacht, jetzt mache ich mal so ein Belgian Strong Ale. Mit so 10%. Ach ja. Und ich habe mir gedacht, okay, ab 10%, 9% kann man natürlich das auch mal reifen lassen. Jetzt mal schauen, wie das sich dann in die Zukunft entwickelt. Probieren wir mal. Ja, es ist, geht natürlich eben, wird wahrscheinlich dann 10% dann eher Richtung Wein oder fast schon, sage ich mal, das schöne Cognac hier gehen. Aber jetzt probieren wir das mal, wie das sich entwickelt hat. Ob dieser Bierstil auch, wie gesagt, mit weniger Kohlensäure, weniger Schaumbildung, das wird durch den Alkoholgehalt natürlich eher so passieren wird. Ob das dann stimmt oder nicht. Schauen wir mal. Also die Flasche auf jeden Fall schaut schon sehr verheißungsvoll aus. Ich schenke mal ein bisschen einen schönen Schluck ein. Mm. Wir haben es natürlich schon... sagen wir mal, was haben wir es denn? 1,5, 2, 2. Natürlich mit 10% kann man das schon anfangen. Ja, irgendwo auf der Welt ist es immer nach 4, sage ich. Ach so, genau. Das ist gut. So. Na. Natürlich mit mehr Malz natürlich spiegelt sich das im Glas auch. Das ist kastanienbraun oder auch halt noch diese rötliche Reflexe vom Kupfer. Wenn man vielleicht ab und zu auf den Lächeln rumschaut, dann sieht man auch den Kupfer noch. Gern. Also eine wunderschöne Farbe, muss ich sagen. Also richtig so eine Mischung aus Blutorange und vielleicht dann eben so ein Kupferbraun, aber ein helles. Ja. Also wirklich sehr, sehr schön, geheimnisvoll trüb. Ja. Und man sieht auch, natürlich, man merkt den Alkohol, wenn man zum Glas ein bisschen schwenkt, dann klebt es auch ein bisschen am Rand, läuft so langsam runter, bildet so Schlieren, da wird es dann langsam auch ein bisschen undurchsichtig. Und wir haben den Schaum oben drauf, der auch schön cremefarben ist, auch so ein bisschen dieses Orange mitgenommen hat von der Farbe her. Und ja, also optisch schon mal eine Bombe, muss ich sagen. Dankeschön. Hab da natürlich Karamalz auch drinnen. Und wie du gesagt hast, mit den Kirchenfenstern, immer in Verbindung mit dem Wein, kennt man ja im Weinjargon. Eben, das ist Glycerin auch, mehrwertig Alkohol. Und das hat ja immer alles irgendeinen Sinn. Nicht? Das ist eben das Coole dann, wenn du das Fachwissen mitbringst und siehst, okay, das ist so, das ist jetzt mal typisch. Nicht? Genau. Und das klingt natürlich auch von der Sprache her schön. Wir haben ja einen höherwertigen Alkohol. Viel, Klugscheiß ist immer gut. Ja. Nee, wunderbar. Na, dann riechen wir doch mal rein. Ja. Eben zu spannend zu sehen, okay, hat es das Bierchen überlebt oder wie hat es sich entwickelt? Sollte natürlich mit der Reifezeit mehr diese Oxidation vorantreiben. Hab's im Keller gehabt. Meistens sieht man diese getrockneten Früchte natürlich, reife Früchte, meine, es ist ja schon, wann habe ich es gebraut? 20.11.20. Ja, logisch. Das ist eine schöne Mischung, finde ich. Also wir haben auf der einen Seite tatsächlich so Trockenbeeren, da aber dann finde ich eher so Richtung Pflaume, weniger Richtung Rosine. Also ein bisschen, hat schon ein bisschen mehr Gehalt und dazu kommt für mich aber noch sowas, so eine Aprikose, so eine gelbe Aprikose, die nicht so ganz reif ist, so kurz davor. Da schauen wir bei uns ins Finchgau, zu den Marillen, nicht? Die sind, es ist immer lustig, ein bisschen Verbindung zu machen natürlich.
die sind auch relativ süß natürlich, mhm, und habe jetzt ein Bier nicht eingebraut, also die sind nicht dabei. Aber der Wind kam von Finchgang natürlich. Genau, der hat es so. Ist ja ein, bei den Belgiern ist ja immer so, dass der Wind irgendwas irgendwo her treibt und dann ist es da in diesem Bier. Bei Hefelmeer. Ich war ja natürlich Open Air und natürlich da, wer weiß, was da alles so in der Luft liegt. Ich finde auch, man hat viel Karamell natürlich noch. Genau, ja. So nussige Aromen sind auch viele dabei. Also ist ja die Orangenschalen. Ja. Ja, wir sind immer so eine Mischung. Wir haben so nicht extreme, wie gesagt, das will ich auch nicht haben. Aber natürlich eben, das habe ich jetzt natürlich jetzt recht kühl auch, im Eiskühler jetzt aufbewahrt. Natürlich, wenn man das jetzt theoretisch in Cognac-Schwänke reinbringt und mit der Temperatur etwas erhöht, dann natürlich kommen das schon die Frucht- oder die Esternoten mehr zur Geltung. So ist halt, wie gesagt, durch den Einsatz habe ich da keines zugenommen. Natürlich, für die Schlauen natürlich, treibt man den Alkohol rauf, aber zumindest im Körper lässt man halt, dass man sagt, okay, will man es jetzt noch trinken oder muss man es schon kauen? Ja, aber das hat man ja eben sehr stark, sowohl in der belgischen als auch in der englischen Bierwelt, dass einfach durch die Zugabe von Zucker jetzt, also wie gesagt, das ist nichts Böses, liebe Hörer, das ist also außerhalb des Reinheitsgebots völlig normal und macht auch dem Bier gar nichts Schlimmes, sondern wie du gerade gesagt hast, der Körper wird schlanker, der Alkohol wird stärker, es gibt einfach nochmal intensivere Noten dabei. Und das ist auch der deutschen Bierwelt nicht fremd, sondern wir machen das halt dann einfach durch nochmal Zugabe von Bierwürze bzw. eben Malzzucker, was dann wieder reinheitsgebotskonform ist. Und damit ist es ja ein ähnlicher Effekt, nur dass wir halt dadurch, dass es eben der Zucker aus dem Malz ist, bringen wir halt nochmal Aroma, nochmal Farbe, also all das, was das Malz halt mitbringt. Ja. Und wenn ich eben normalen Zucker habe, dann habe ich das halt nicht. Und das ist, glaube ich, so der Hauptunterschied. Aber ein Bier kann das durchaus gut tun. Also da ist schon spannend. Ich bin auch gar nicht gegen ein Reinheitsgebot, muss ich sagen. Also ich bin wie ich halt bin. Ich mache das halt objektiv und ich sage, es gibt sehr gute Reinheitsgebot-konforme Bierchen, trinke ich auch sehr gerne. Und natürlich dann auch dann wieder, weil ich natürlich Saisonliebhaber bin, natürlich auch Berlin Liebhaber, sage ich mal. Gefällen auch die Bierchen mir. Also ich bin da ganz je nach tageskonform und da bin auch sehr, sagen wir mal, sehr sozial. Ich sage, ich lasse halt jeden leben. Drei andere magst du so, drei andere anders und hab's doch mal diskutiert dazu nicht. Ja, und jetzt haben wir wieder diesen Holger-Effekt. Wir jetzt reden schon wieder wenig. Viel zu lange über dieses Bier. Also dann trinken wir mal. Ja, Prost. Zum Wohle. Verdursten ist einfach schwierig. Verhungern geht, aber verdursten ist halt. Das kriegen wir aber, glaube ich, nicht hin mit unseren jeweiligen Bier- und Weinkellern. Ja. Ja, ich finde eben schön, diese schöne Malznote, Alkoholaromatik eben. Man merkt schon natürlich, du hast jetzt kein Leichtbier drinnen. Ja. Ob man jetzt gewollt natürlich, ob man jetzt die 10% anmerkt, natürlich, ich denke, oder ich habe es ja probiert, wenn es natürlich Bierchen, was haben wir da, an die 12 bis 14 Grad Celsius raufgeht. Natürlich, da merkt man schon das Feuer nicht. Ansonsten, je kühler man es hat, desto erfrischender wirkt es. vorher, nachher wissen wir ja. Ja, also mir kommt es, käme es jetzt, wenn du mir das vorhin in die Hand gedrückt hättest, hätte ich jetzt gesagt, wir sind hier irgendwo 7,5. Genau, so, so kommt es mir jetzt vor. Es ist unheimlich cremig, das finde ich ganz, ganz schön am Mund, also sehr. Ja, das bleibt auf der Zunge, ist da drauf, mussiert so ein bisschen, verbreitet sich, dann ist alles voll von diesen süßen, malzigen, karamelligen, so ein bisschen so ein marmeladig fast schon, also toll, toll, was es da an Aromen gibt und wenn man das dann runterschluckt, dann bleibt es ganz lang noch im Mund, man hat dann kommt fast eine Honignote noch rüber, also wirklich ein schönes, sehr, sehr komplexes, vielfältiges Bier und also dem hat das Altern auf jeden Fall gut getan. Ja, finde ich. Dankeschön. Weil da steht auch die Oxidation und all diese Alterungsnoten stehen nicht im Vordergrund. Ganz, sondern das verbindet sich wirklich schön mit dem Rest und da gibt was Neues. Ja. Das ist schön. Das ist vorrangig, ja. Ich mache dieses, das glaube ich, habe ich bei dir auch das letzte Mal gemacht, dieses Belgian Strong Ale als, sagen wir mal, als Eisbock. Also ich kurz sage, ich bin da in dieses Glas, fühle es natürlich, lasse es eingefrieren und dann, du bist dann unter.
also über Kopf dann einschenken und dann kriegt man doch, doch dann diese Essenz raus. Nicht? Mhm. Das habe ich das letzte Mal eben auch kredenzt zum zu Süßspeisen. Genau. Ja. Wie gesagt, dieses Bierchen natürlich eigentlich zu Süßspeisen oder fast schon besser würde ich sagen, in so einem tollen Käsesortiment. Ja. Reife Käse, wir sind in den Bergen auch. Mhm. Wenn du sagst jetzt mal schöne Malznoten vielleicht, wenn du mal gesagt hast, ja, wieso nicht Blauschimmelkäse? Also könnte ich mir total gut vorstellen. Ja. Also auch in dem Zustand schon. Ja. Das dürfte dann auch ein Blauschimmelkäse sein, der noch ein bisschen cremiger ist. Mhm. Also nicht ganz so trocken. Ja, weil sich das, glaube ich, dann schön grad vermischt. Ja. Mhm. Oder es gibt, jetzt lass mal denken, wir haben auch diesen, es gibt bei uns auch diesen milden Blauschimmelkäse, mhm, der ein bisschen mehr Milch drin hat. Ja, auch ideal. Ansonsten, ja, Parmigiano Reggiano oder unsere, gut, wir Südtirol haben auch Käse auf den Alpen nicht. Hm. Die ist auch diese ein bisschen reife Note. Ein Pfeffer, ein Nusskäse, ja. Ja, also total. Da müsste man einen Käsesommelier fragen, das wäre auch mal interessant. Da können wir den mal. Ist ja einer am Tisch, aber egal. Ah ja, genau. Entschuldigung. Nee, aber nein, alles gut. Wenn du sehe fast alle Titel. Was hast du nicht, dann weiß ich es besser. Nein, nur Käse und Edelbrand habe ich neben Bier noch gemacht. Ja, mein Gott, das machen wir. Aber sonst. Das ist ja, nee, also ich finde auch, ich bin da völlig bei dir. Und wir haben ja jetzt hier auch in Südtirol schon ganz, ganz tolle Käse kennengelernt. Und auch auf der Biercraft gab es ja eine Verkostung einmal mit Bier und Käse und dann sogar mit Bier und Schokolade und Käse. Das waren dann schon tolle Nummern. Ja. Also da kann man euch auch nur empfehlen. Gleiche Kombination alles. Das haben wir dann noch gemacht. Also gedacht war es, glaube ich, eigentlich, dass man einmal ein Bier mit einem Käse und dann ein Bier mit einer Schokolade und dann wieder andersrum. Ja. Aber wie das so ist, also da treffen ja lauter Verrückte aufeinander. Genau. No, also da haben wir den Hubert von seinem Genussbunker mit seinem Käse, der ja auch das Bier extrem lebt. Dann hat man den Schokoladier, darf man ihn ja nicht nennen, weil er sagt, das sind die Schmelzer, sondern er ist ja der Chocolate Maker, hatten wir da. Karuna heißt Karuna auch, heißt die Marke, genau, auch sehr, sehr spannend, der wirklich tolle Schokoladen macht. Und dann waren am Tisch eben auch noch entsprechend einige Leute, die da sensorisch unterwegs sind. Und dann haben wir einfach angefangen, mit den Dingen zu spielen. Ja. Und dann merkst du halt, wie das ist, wenn du halt die dunkle Schokolade und dann nimmst du ein bisschen von dem Blauschimmelkäse dazu und dann probierst du das Bier dazu, wie das dann miteinander so spielt, was im Mund so alles passiert. Also dazu gehört eine gewisse Verrücktheit und auch eine Bereitschaft, sich auf sowas einzulassen. Aber das ist auch spannend. Also man muss nicht nur wandern gehen in Südtirol. Ja. Man kann auch einfach mal dem Genuss frönen. Ne? Ja. Ich habe das ja auch schon mal gesagt, eben zur späten Stunde nach der Bierkauf. Was für mich eben ausmacht, ein Profi, sage ich mal, ist immer, dass er auch irgendwie mal in den Kopf immer Freiheit für etwas Neues. Ja. Weil man lernt so viel dazu. Manches funktioniert für einen gut, manches nicht. Aber ich finde schon, je geschlossener natürlich der Kopf ist, desto weniger wird halt passieren. Nicht? Und die Welt dreht sich, man weiß selber, wie du gesagt hast, das ist Kellerbier, das kann in den nächsten 2-3 Jahren ganz andere sensorische Eigenschaften haben dann oder weißt du gar ja was. Und wenn man da nicht mitzieht, auch, dann sieht man dann irgendwann auch alt aus. Nicht? Das stimmt, also das ist auch tatsächlich ein Punkt. Dass sich eben gerade die Bierwelt total schnell dreht und ich auch merke, ich würde mal sagen, so vor 10, 15 Jahren hätte ich gesagt, ich bin da schon immer so vorne mit dabei und mittlerweile gibt es da schon den einen oder anderen, der einen rechts oder links überholt hat, weil einfach auch so schnell sich so viele Dinge verändern und Trends auch sich schnell verändern. Und auch das Globale und Internationale immer stärker wird. Ja. Und wir jetzt halt einfach immer neue Einflüsse, immer neue Bierstile, Bierideen. Und also was ich so in letzter Zeit merke, es gibt so etwas einerseits komische, aber andererseits auch ganz gute Diskussionen um dieses Thema, welches Bier oder welcher Bierstil gehört einem Land oder ist irgendwo ansässig. Also zum Beispiel habe ich einige polnische Freunde, denen ist es immer ganz wichtig, das Grätzerbier, Grodziske, in Polen zu verorten. Das wobei ist das ein Weizenrauchbier, so ein Förderer. Das ist so ein Rauchbier, Weizenbasis und kommt halt aus einer Stadt, die immer von der Bevölkerung her gemischt war aus Polen und Deutschen und wechselseitig mal zum einen zum anderen Land beziehungsweise auch zu Österreich und so weiter gehört hat, wie das eben früher so war zu diesen Zeiten. Also diese Idee und Definition von Nationalstaaten, das ist ja auch menschheitsgeschichtlich relativ neu. Und
Dementsprechend finde ich das immer schwierig. Also ähnlich ist ja die Diskussion ums Grape Ale jetzt, wo zu Recht viele Italiener sagen, das ist doch ein italienischer Bierstil. Wir wollen ein bisschen auf den einzigen Bierstil, den wollen wir haben. Man will ja irgendwie auch eben, ist auch, ja auch finde ich, find ich auch gut und ist ja auch richtig. Wenngleich, wenn man das dann halt sehr absolut sieht oder sehr extrem sieht, dann tut man natürlich auch vielen, was weiß ich, Franzosen oder auch Deutschen Unrecht, die das halt schon seit längeren Zeiten machen. Ne? Und dann gibt es wieder andere wie die Amerikaner, die eigentlich einen eigenen Bierstil haben mit dem Pumpkin Ale, aber darauf erstaunlicherweise überhaupt nicht stolz sind. Also, die wollen das lieber nicht dann. Die wollen das wieder nicht. Vielleicht machen wir das dann als Italiener. Ja. Und ich finde, ich meine, es ist auch letzten Endes bei Italien, finde ich, sehr ähnlich, weil das kann man immer so und so sehen. Ne? Italien hat ja eigentlich, also das, was heute Italien ist, hat eine viele Orte mit einer tollen Tradition in Bezug auf Bier. Ja. Also wenn man nur an Triest denkt, wo eben der Anton Dreher mit seiner Kältemaschine und so weiter damals ja eigentlich Pionier war in diesem ganzen untergärigen Bereich. Weiß auch nicht jeder. Eben, weiß auch nicht jeder. Das war halt damals Österreich, aber es ist ein Gemengelage halt. Ja. Und ich denke mal, also da das würde ich gerne ein bisschen aufheben und einfach sagen, wir haben in Europa so viele tolle Regionen, die sich gegenseitig befruchtet haben mit ihren Ideen rund ums Bier, mit ihren Rohstoffen. Das finde ich eigentlich schöner, als wenn man das so sehr dann jetzt versucht zu reduzieren. Ja, aber es passiert auch selten, muss ich sagen. Ja, also, das spielt ein bisschen eben da. Das Stolz mit, dann den darf man vielleicht auch haben, aber wie gesagt, wenn man es dann zu eng sieht, dann weil, wie gesagt, diese Bierstile haben sich gegenseitig befruchtet, auch der Wein und dadurch entstanden natürlich super Sachen, die was wir heute als das Nationalgetränk ansehen würden. Manche durch ohne Befruchtung wird es wahrscheinlich zusammengestanden. Ja. Ja, und überhaupt, es gibt ja auch wirklich neue Bierstile, die entstehen. Also, wobei man vielleicht dann nochmal einen Exkurs machen müsste, was ist ein Bierstil überhaupt, warum definiert man den und so. Das ist ja auch eine sehr deutsche Sache. Ja. Aber wenn ich zum Beispiel nach Brasilien schaue, die halt sagen, gut, sie haben halt wirklich in diesem Zusammenspiel von der Idee einer Berliner Weiße mit ihren Tropenfrüchten, haben die halt wirklich was Neues kreiert. Katharina Sauer. Oder wenn man jetzt, interessanterweise, die Ukraine ist ja auch so, die haben diese Idee eines hellen, untergärigen Bieres ganz anders definiert und da gibt es jetzt eben auch ein Golden Ukrainian Golden Ale oder Lager, ich weiß es gar nicht genau. Also auf jeden Fall auch eine spannende Geschichte, wir werden das demnächst bei uns mal an einem Stand haben. Und da sieht man schon, dass sich einfach noch was tut. Und das ist, was du sagst, dass man offen ist für Neues, dass man eher nach vorne guckt als nach hinten. Ja. Und habe ich auch neulich. Bringt auch nicht mehr viel. Nee, es bringt nicht viel eben. Und kannst du machen. Ist halt blöd. Ist halt blöd, ja. Und das habe ich auch neulich in der Diskussion gehört, dass das auch so der Punkt ist, also was man sich auch für die Menschheit wünscht, weil man tatsächlich feststellt, dass immer mehr Leute anfangen, auch in jungen Jahren, schon immer eher in die Vergangenheit zu schauen als in die Zukunft. Ja. Das ist der Wecker. Das ist der Wecker. Oh. Der Wecker für. Ah, ich habe immer. Das ist noch mein Training. Also, okay. Heute haben wir Biertraining. So. Ach, das können wir ja fast drin lassen. Sehr witzig. Also wir steigen mal um vom Trainingsrad auf Trainingsglas, so ungefähr. Ja. Genau, aber wir waren ja auch beim Philosophieren, das ist vielleicht auch dem Bier geschuldet. Insofern, also liebe Hörer, das ist natürlich ein Thema, aber man merkt, man kommt einfach beim Bier so vom einen zum anderen und das ist ja auch ein Thema, weil es halt nicht nur ein Getränk ist, sondern so viel mehr mit sich bringt. Ja. Ich werde mal was sagen, jetzt aber wenn ich Trainingssack habe, ich mache da Kampfsport mit und wir haben ja natürlich gelernt bei einem normalen beim Biertraining, das TTT, nicht? Das, die Theorie, das Training und die Taktik. Und das stimmt haargenau auch auf den Sport. Das, man muss das Fachwissen haben, man muss trainieren und natürlich dann im Wettbewerb auch die Taktik dazu haben. Und man verbindet das einfach. Ich habe zu meinem Trainer gesagt unten, weil die wissen natürlich, dass ich mit Bier zu tun habe, weil die Arbeitszeit bin ich dann eh nicht, ab und zu. Gut, na, ich habe gesagt, schau, wenn man das ein bisschen verbindet, dann sagt er, ja, das stimmt auch, du musst trainieren, du musst die Kenntnis haben, was du hart trainierst, sonst ist es für die Katz. Und dann speziell dann bei Konkursen, Wettbewerben, musst du halt dann schlau sein, dann musst du halt sagen, okay, wie schlänge ich mich da durch den Bierstil-Dschungel. Das ist vielleicht nochmal ein interessanter Punkt, liebe Hörer, jetzt überlegt mal, was glaubt ihr, was unser André für einen Sport ausübt? Geben wir mal kurz Zeit zum Nachdenken. Und jetzt lüften wir das mal das Geheimnis und sind mal gespannt, was machst du denn sportmäßig? Also grundsätzlich jetzt mache ich den Kickboxen. Sonst eigentlich auch
Also ich habe angefangen mit Skifahren, dann über Snowboarden schon, ich bin jetzt bald 40 Jahre alt, da mache ich das schon fast 30 Jahre. Eben, und auch Schwimmen eben, das lässt sich so viel übertragen, weil natürlich kann man sehr gut schwimmen oder man kann planschen. Also gut, da bin ich nie übers Planschen hinausgekommen, aber ich finde Kickboxen sehr interessant, also weil du bist ja dann ein wehrhafter Biersommelier sozusagen. Ja, und auch eben der Respekt auch davor und ja, man kann es sehr viel eben, und auch, ja, stimmt, man kann da viel dazulernen. Sei es Bier auf Boxen auf Bier und ja, ich finde das immer toll. Ob das einer dann so annehmen kann, wie ich das sehe, das muss er selber wissen, aber ich komme mit denen ganz gut zurecht. Ja. Also ihr merkt schon, ihr müsst unbedingt mal vorbeikommen. Vielleicht darf er zum Schluss nochmal aufs Gespräch kommen, deine Biere. Wir haben jetzt das Saison probiert, wir haben das Belgium Strong probiert. Was sind denn noch so Ideen, die du im Köcher hast oder Sachen, die du vielleicht schon gemacht hast, die du nochmal wieder machen willst? Gibt es da Ideen? Beispielsweise, wir haben es gerade probieren, das muss ich wieder machen, das Belgium Strong. Ja, unbedingt. Die Frage ist nur eben, weil man natürlich viel mehr Malz braucht, viel mehr Malzschüttung. Ja, da wird halt die Menge kleiner. Also von meinem Maximum, was ich rauskriege an 80 Litern, da sind wir halt dann bei der Hälfte, wenn es gut geht. Ich bin immer ein bisschen offen. Natürlich schwebt mir mal ist cool, auch Untergärbier zu machen. Das lässt sich momentan jetzt mit der Kühlung noch schwierig vereinbaren. Ich habe viel schon experimentiert, eigentlich mit Kastanien natürlich. Mhm. Kastanien, Dinkel, Erdbeeren. Kardamom. Ich habe eben mit einem Altbier und Kardamom habe ich bei der Biercraft, jetzt 2019 glaube ich, oder 2018 habe ich den zweiten Platz belegt, eben in dieser Kategorie. Und ja, kommt halt auch an. Jetzt ist halt, es ist halt spezielle Sache und denkst du riskierst halt wieder mal was, aber ja, ich bin eigentlich für alles offen. Ja, früher noch verrückter, jetzt natürlich sage ich mir, okay, wer trinkt das ganze Zeug? Na gut, das sind wir ja Basilikum, im Grunde... Basilikum, ja, es sind, ab und zu kommen die Freunde zu mir und sagen, wir machen so dieses Bier wieder, und dann denke ich mir, scheiße, was war das nochmal? Ja, aber das sind wir im Grunde bei deinem Hauptjob sozusagen, auch bei deinen Gästen, weil die dürfen ja das Bier dann auch trinken. Genau. Also das vielleicht so als abschließende Frage, wie siehst du denn deine Zukunft? Also bist du der hier irgendwann so mit vielleicht einem etwas größeren Bäuchlein und Bärtchen und Grau hier steht und die Gäste rein und raus winkt und ihnen zwischendurch ein Bier in die Hand drückt? Oder wie denkst du dir das so, wie du da so weitermachst? Ja, natürlich wird man mal im Sinne natürlich, dass von Homepour, das dann ein bisschen, ein bisschen größer zu fabrizieren. Natürlich gibt es den Trend auch, dass im eigenen Hotel das dann machen. Da muss natürlich dann die Räumlichkeit haben, die Investition auch. Ich finde den Mehrwert als Brewfirm auch nicht ganz schlecht. Da sagst du, okay, wenn du einen tollen Partner hast, dann sagst du, okay, ich habe mein Rezept, ich möchte gerne das brauen. Was verlangst du, was kostet mir das Bier, dass man da so ein bisschen mal anfängt, dass man das auch ein bisschen von einem Budget irgendwie im Griff hat, weil natürlich eigene Brauerei, natürlich wenn ich jetzt keinen Job hätte, dann wäre das eine Option nicht. Mhm. Ich habe aber eigentlich im Sommer einen Vollzeitjob zu Hause und logisch, muss man halt auch schauen, nicht? Der Laden muss halt auch laufen. und sonst hat es mich eigentlich überrascht, es ist so, ebenso als Brewfirma oder sagen wir mal, mach doch mal eine kleine Charge an diesen Bieren, sagen wir ein paar 2.000-3.000 Fläschchen und man schaut, wie das auf dem Markt so geht, weil es in Südtirol tut sich natürlich was, es gibt natürlich kleine Brauen auch noch, es gibt natürlich ganz große, es gibt kleinere und man kennt sich ja unter sich und da muss man sich mal durchfragen, wie es so aussieht und Eben. Und 6 Jahre sind, einerseits lang ist es nicht. Man braucht ein bisschen bestimmte Zeit, dass man sich selber im Klaren wird, okay, will ich das jetzt nur so spaßhalber, möchte da was vorantreiben, welches Bier passt zu mir und das braucht seine Zeit eigentlich. Ja, und vielleicht ändert sich's ja auch mit der Zeit. Ja. Vielleicht muss man noch ganz kurz den Hörern sagen, also Brewfirmen, das ist praktisch eine Definition innerhalb von Italien, wo man eines der wenigen Länder, das wirklich dieses Thema Craft Beer mal in eine Struktur gebracht hat. Und eine Brewfirm ist dann praktisch eine Brauerei, die
anderen auch Braukapazitäten anbietet, genau, aber jetzt selber keinen Taproom oder irgend sowas hat, wo man die Biere ausschenkt, oder? Taproom muss nicht sein, nein. Mm, genau. Ich sag, mal ganz einfach gesagt, ich habe mein eigenes Rezept, kann dann selber brauen da, natürlich mit der Braumeister von dieser Brauerei kann auch mitmachen. Also man mietet sich irgendwo ein. Ja, ist so ein, genau, mieten, ja. Genau. Also da können wir uns an anderer Stelle nochmal mit befassen, liebe Hörer, auch das ist sehr spannend. Wenn es soweit ist, sprechen wir darüber. Und, hast du dich irgendwo eingemietet? Ja, es ist wirklich interessant, weil diese Idee, also der Begriff Craft Beer ja sehr inflationär gebraucht wird oder wurde. Also ich habe das Gefühl, dass es bei uns fast wieder abnimmt, aber niemand so recht weiß, was dahinter steckt. Und das finde ich in Italien ganz gut, weil man da einfach gesagt hat, okay, wir definieren das mal, dass man auch einfach weiß, was habe ich da zu erwarten und was nicht. Und das hilft dann vielleicht auch in der Abgrenzung zu den größeren Brauereien oder zu anderen Herangehensweisen. Ja. Also, aber ist wahrscheinlich an sich ein eigenes, komplexes Thema. Eben. Ja. Okay, na gut, dann sage ich schon mal tausend Dank. Das war ein ganz spannender Einblick, sowohl persönlich als auch flüssig. Dankeschön, ja. Und der geht ja auch noch weiter. Also wir haben ja die Fläschchen, die wir jetzt hier noch ausleihen müssen. Aber da klinken wir leider, uns jetzt mal aus, zumindest in Sachen Mikrofon. Und wünschen euch, liebe Hörer, noch einen ganz schönen Tag. Und dir, André, natürlich sowieso. Und vielen Dank für deine Zeit und für all die Infos und das Bier. Dankeschön, Markus. Und habe mich gefreut und wir sehen uns sowieso. Sowieso. Gut. Tschüss euch. Beer Talk. Gespräche über und beim Bier.